Wir gehen auf die hohe See und mit dem Segelboot den Atlantik überqueren. Das ist der Traum vieler Segler. Das ist schon eine Riesenherausforderung. Das Ganze dann aber auch noch in einem Ruderboot zu machen, das klingt schon völlig irre. Aber genau das haben Yannick Prottung und Danny Schleicher gemacht. Von Mitte Dezember bis Ende Januar waren die beiden unterwegs beim World Toughest Row, also dem, wie der Name auch schon sagt, härtesten Ruder-Event der Welt. Nur einmal im Jahr findet es statt und das Heidelberger Duo ist erst das zweite deutsche Team, das versucht hat, diese Aufgabe zu meistern. Fast 5000 Kilometer Strecke mussten sie vom Start auf La Gomera der Kanareninsel bis hin in die Karibik, bis Antigua hinter sich lassen. Ständiges Abwechseln am Ruder, wenig Schlaf und dann tatsächlich auch noch im Januar kenterte da das Boot. Also viele Herausforderungen, die die beiden zu meistern hatten. Sie haben es aber geschafft. Daniel, Danny und Yannick sind heute bei uns und wahrscheinlich auch noch viel Glück im Blut, kann ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein bisschen schwierig, das zu verarbeiten. Also am Anfang, wenn man in Antigua, da ist man in dieser Bubble drin und da sind die ganzen anderen Ocean Rower. Und es macht richtig Spaß und jetzt so langsam kommt man wieder zurück ins normale Leben. Und es ist schon spannend, auch immer noch drüber zu sprechen. Ja, also fassen wir das mal zusammen. 49 Tage, 4 Stunden und 6 Minuten, um es genau zu machen. Yannick, was war das für eine Zeit? Es war eine Zeit, in der man tatsächlich ja immer wechselt zwischen Schlafen, Rudern und Essen. Und es klingt so simpel, aber jeden Tag oder jede Wetterlage hat seine eigenen Herausforderungen. Und das Gefühls-Auf und Ab, das körperliche Auf und Ab, das war bis jetzt eine Herausforderung, die ich so in der Form nicht kannte. Ja, und das Ganze dann ja noch auf engstem Raum. Also wir haben es ja eben gesehen, dieses Ruderboot ist ja alles andere als eine Yacht. Hat man da nicht auch mal so das Gefühl, gerade so zu zweit, so eng zusammengepfercht, jetzt will ich am liebsten dem anderen mal das Paddel über den Kopf ziehen? Gut, es hilft, dass wir immer 2 Stunden gerudert haben und dann 2 Stunden Pause hatten. Das heißt, nachts war einer an Deck und einer in der Kabine. Das heißt, man hatte schon seinen Abstand, wenn man den gebraucht hat. Und ansonsten muss man auch nicht die ganze Zeit miteinander sprechen. Dann macht man sich Kopfhörer rein und dann ist auch alles gut. Mhm. Und eigentlich hatten wir auch nie wirklich große Streits oder so. Wir haben halt ab und zu mal, sind wir leise gewesen, aber ansonsten lief es eigentlich mega gut. Ja, die körperliche Belastung, ich glaube, die können wir uns auch noch mal genauer anschauen. Wir haben nämlich ein Bild bzw. Bilder von den Händen, den Geschundenen. die hattet ihr bei Instagram gepostet, Danny. Also ich sag mal nur, ouch. Tatsächlich waren die Hände das geringste Übel. Es sieht schlimmer aus, als es war. Es war so irgendwie, es ging schon klar, was ich immer noch das Problem habe, dass ich meine Hände kaum so richtig ich kann kaum eine Faust machen im Moment, es tut ziemlich weh. Schlimmer war eher unser Gesäß, also das war richtig schmerzhaft teilweise. Die Salzwunden, die man dann hat auf der Haut und man sitzt 12 Stunden am Tag, das war dann schon, glaube ich, für mich zumindest schlimmer als die Hände. Ja. Körperliche Belastung, wie konntest du sie wegstecken? War das auch so, wie ihr es erwartet habt, also von der Belastung her oder dann doch noch heftiger? Tatsächlich ist es so, dass man von sich selber fasziniert ist und trotzdem mit jedem Tag merkt, dass der Körper eigentlich hier was total Falsches macht. Also es ist ja nicht nur die körperliche Belastung, sondern auch irgendwie das Gesamtpaket aus wenig Schlaf, wie vorhin schon erwähnt, und tatsächlich ja auch den Beschwerden oder vielleicht auch Wehwehchen, die sich dann hinzuaddieren, aber wo man sich immer wieder dazu sagen muss, mein Finger tut weh, meine Hand tut weh. Egal, ich setze mich hin und ruder weiter. Ja, geht ja auch nicht, ne? Dass man irgendwie sagen kann, ich fahre mal rechts ran, lass mich dann abholen. Wahl, ja. Das funktioniert nicht. Ich habe es eben schon angesprochen, ein absolutes Worst-Case-Szenario ist dann eingetreten. Ihr seid gekentert. Was ist da passiert? Tatsächlich ist das Boot gefahren. Es war eigentlich ein schöner Tag. Und dann irgendwann gucke ich links. Also ich bin gerudert und Danny hatte sich ausgeruht an Deck und wollte gerade sein Handy trocknen. Und ich gucke nach links und sehe eine Welle, wo ich mir schon denke, okay, die sieht anders aus als alle anderen. Und die hat das Boot dann seitlich erfasst und dann geht es ganz schnell. Man rudert und das Boot dreht sich dann einmal auf den Kopf. Der nächste Moment, den man realisiert, ist, dass man unter Wasser ist. Bei mir war es so, dass wirklich komplett unter Wasser. Man ist ja an den Füßen noch festgeschnallt. Das heißt, man muss die Füße lösen. Man geht auf einer Seite raus und hat wirklich das Boot auf dem Kopf. Man ist neben dem Boot und denkt sich, was ist hier eigentlich gerade passiert? Aber es ist alles gut gegangen. Ihr konntet dann wieder ins Boot zurückkrabbeln. Alles war zu, also es ist auch nichts reingelaufen in die Koje etc. Also wirklich alles glimpflich. Alles ist perfekt gelaufen. Die Kojen waren zu, wir waren angeklipst. Das Einzige, was ein bisschen schwierig war, ich war in meiner Fall-Weather-Gear. Das heißt, ich hatte eine dicke Regenjacke, dicke Hose an. Das heißt, ich bin nicht so leicht aus dem Wasser rausgekommen. Aber dann ist Yannick zuerst ins Boot und hat mich dann rausgezogen. Und dann war eigentlich
haben wir uns ein High Five gegeben und haben so gecheckt, wie die Kabinen aussahen. Da war halt alles durcheinander. Aber auch das haben wir in den Griff bekommen. Und dann ging es eigentlich nach 20 Minuten, waren wir wieder in den Rudern. Es gibt Aufnahmen von euch auch am Handy, was du auch gerade angesprochen hattest. Hattet ihr in irgendeiner Art und Weise regelmäßig Kontakt zur Außenwelt? Oder war das dann doch größtenteils abgeschottet? Ja, da sitze ich gerade da und habe mit dem Satellitentelefon telefoniert. Das war eigentlich mega gut. Also alle, die ich angerufen habe, meinten, das klingt wie, als würde ich im Raum nebendran stehen. Okay. Satellitentelefon ging immer und ansonsten hatten wir noch ein Beagan dabei, was so ein kleiner Internetempfänger ist. Den haben wir alle paar Tage, wenn es das Wetter zugelassen hat, an Deck irgendwie ausgerichtet und hatten da ganz langsames Internet, aber konnten da zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten empfangen und das war mega schön. Also das war schon gut. Eins noch wichtig, das habt ihr nicht nur für euch gemacht. Natürlich ist es eine Erfahrung, die ihr mitnehmen werdet, die lange prägt, aber das habt ihr auch für den guten Zweck gemacht. Was genau? Genau, also unser Teamname ist Not Today und das setzt sich ja auch zusammen aus Why Not Today, warum nicht heute? Mhm. Und das, damit wollen wir insbesondere Kinder, also haben wir Projektorganisationen, die Kinder unterstützen, deren Träume zu erfüllen. Wir wollen auch ein Zeichen setzen, dass egal wie verrückt die Idee vielleicht auch ist, dass jemand aus Jakarta, Indonesien und jemand aus Heidelberg, die vorher beide nur Handballer waren, auch einfach über den Atlantik, also einfach ist jetzt überspitzt, aber über den Atlantik rudern können. Und dieses Zeichen wollen wir A, den Kindern mitgeben, natürlich auch mit einem finanziellen Vorteil für die Kinder und B, aber auch in die Welt tragen. Eine tolle Aktion, die wir hoffentlich hier mit auch noch mal ein bisschen untermalt haben. Danny, Yannick, vielen herzlichen Dank und noch mal riesen Respekt für das, was ihr da geleistet habt. Danke dir. Dankeschön.